hole ein bisschen da hinten das Eisenfeld. Ah, jetzt sieht man die anderen Felder hier mal. Entschuldigung, kam ich ans Mikro. Man sieht die mal. So, neue Felder. Haben wir hier die Bohnen? Ah, das ist ja das altbekannte Feld. Ja, genau, das ist das altbekannte Feld. Und hier haben wir dann das Korn. Es gibt übrigens später noch die Möglichkeit, eine Mühle zu bauen und dann Brot herzustellen und sowas. Mal gucken, wie effizient das Ding dann ist. Ich hoffe auf jeden Fall effizienter. 30 von 28. Hier müssten mal wieder die guten Schweine geschlachtet werden, wenn ich das anmerken darf. Das heißt, wir kommen hier über 1000 Nahrung. Das freut mich. Hier ist auch wieder Überfluss. 800, sehr schön, mit 28 Leder. 200 mit 7 Leder, das kann auch wieder geschlachtet werden. Die Kühe. Jawohl, die wurden auch abgemetzelt. 600 Beef. Sehr schön. Kuhfleisch, 21 Leder. Ja. Oh, warte, das sind aber 19 von... Oh, die haben gleich 3 Kühe geschlachtet. Das dauert natürlich jetzt lange, bis es sich wieder erholt hat. Die Rehe, die können auch wieder abgemetzelt werden. 600, hier 400. Und hier haben wir die Chickens. Ja, 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 ist okay. Und da läuft bei beiden noch nichts. Das war mir aber bewusst. Gut, gut, gut. Die Brickstraßen. Hier noch nichts. Das Bodenfeld sieht einfach lustig aus. Flup, 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 flup. Flup, 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 komm. Ach ja, und jetzt nehme ich doch länger auf als gedacht. Ich wollte nur 6 Folgen machen. Naja, sind wir im nächsten Part und ich habe es nicht bemerkt. Rippen Pepperonis. Ja, komm, egal, machen wir noch weiter. So. Sieht natürlich schön aus jetzt, ein bisschen abwechslungsreicher. Das ist wieder zu spät. Die starten das zu spät, habe ich das Gefühl. Weil sie andere Aufgaben machen. Das ist momentan das Problem. Und hier Holz sinkt, weil das hier sollte alles abgebaut werden, wird aber nicht getan. Weil keine Bürger. Ich habe keine Bürger. Der Herzmann. Der Herzmann? 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 Das sind aber nicht die, oder? Doch, das sind die. Verdammt. Ach ja, Spiel, ich lieb dich auch. Das ist immer ätzend. Das mag ich an dem Spiel generell nicht. So. Machen wir das so. Deswegen muss man das Fenster hier immer offen haben. So. Ah, deswegen habe ich so viele Häuser gebaut. Wir haben kein Nahrungsproblem. Okay. Ich habe Häuser gebaut, um wirklich mehr Bevölkerung zu bekommen. Und wir hatten 137, das war unser höchstes. Und jetzt sind wir rund auf 125. Das ist übelst belastend, ey. Dadurch muss ich jetzt die Leute in den Minen abziehen. Woanders, da kann ich die Karten nicht abziehen. Weil ich will nicht noch mehr Forste abziehen, das geht gar nicht. Oh oh. Das ist nicht gut. Hier müssen wir vielleicht den nächsten Friedhof anlegen. Also quasi hier drüber, Doppelfriedhof, was ja auch gar nicht mal so verkehrt wäre. Natürlich, und jetzt stirbst du noch, wenn du ein Kind gebärst. Ach ja. Mehr Pech kann ich doch gerade nicht haben, oder? Ich glaube nicht. Hast du denn wieder dein Limit von 3000? Ja. Dankeschön. Das heißt 1500 und dann kann sich mal das Holz ein bisschen erholen. Steine, 198, ja. Ich kann ja nichts machen, ich muss es machen, denn das Ding ist fast voll, genau. Es tut mir leid, wir müssen wohl Steine verballern. Aber so ist es. So ist es wohl. Unsere Doppelkapelle, aber... Ach, da ist ja noch die Straße im Weg. Gut, die wird aber noch abgerissen. Was meint ihr? Wollen wir die gleiche nehmen? Oder sagt ihr lieber, nee, nimm mal die fette rote hier. Die sieht ein bisschen anders da aus. Das könnte dann, sieht optisch irgendwie besser aus. Die natürlich nicht. Also entweder die oder die. Ich habe niemanden, den ich fragen kann. Oder hintereinander? Oder meint ihr generell, nee, nee, hau die Kapelle mal woanders dahin. Da kannst du ja die gleiche nehmen oder die andere. Aber hau die nicht an die gleiche Stelle. Das sieht scheiße aus. Warum ist das denn da rot? Weiß ich nicht. Okay, die Bänke sind fertig. Nobody's perfect, das wusste ich schon. Ja, kann ich ersetzen gleich später.
Das sind die Steinchen. Dahin. Hier so hin und dann das Friedhof daneben. Dann noch ein paar Häuser da vorne hin, die noch vorziehen bis zum Krankenhaus. Für mehr Leute, weil nahrungstechnisch gesehen geht es uns ja gut. Das Ganze dann umschließen, straßentechnisch gesehen. Vorne noch die Straßen auch mal upgraden. Die Häuser hin platzieren. Bis zu dem Punkt, wie ich will, an der Seite. Und dann da hinten das Ganze zuziehen und mal die besseren Häuser bauen. Und dann einfach mal abwarten. Ja, komm. YOLO, let's go. Friedhof Rino wäre dann... wäre dann hier bis... bis dato. Wieso kriege ich den jetzt hier nicht angezeigt? Das war's. Okay, ich habe das falsch ausgewählt gehabt. So, machen wir das hier, dann ziehen wir das mit der Straße gleich zu und hier vorne dann die ganzen Häuser hin. Das ist der Plan, die Bricks wurden immer noch nicht gebaut. Das könnte jetzt natürlich uns auf Steinlimit komplett rippen, aber das ist mir egal, Steinbruch kann ich noch nicht bauen. Hier ist nahrungstechnisch gesehen alles okay, ja klar, 186 Beef. Mhm. Lassen wir natürlich so durchgehen. Dann machen wir das mal ganz schnell, bevor es wieder... bevor es wieder sehr, sehr schlecht wird, wettertechnisch gesehen. So, das hätten wir. Dann schließen wir das hier gerade um. Bam, dann hätten wir das. Wunderbar. Dann ziehen wir das hier noch rum. Fehler in der Matrix sehe ich gerade. 1, 2, 3, 4 waren das, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5 Labore. Ja, ich darf jetzt nichts machen. Ich muss jetzt einfach nur warten. Warten und Tee trinken. 1, 2, 3, 4. Das heißt... hier rum. Wir warten jetzt ab und trinken Tee, meine Damen und Herren. Abwarten, Tee trinken und einfach aufnehmen. Einfach aufnehmen. YOLO, YOLO, YOLO. Gut, dann machen wir das doch. Wo ist die letzte Toilette? Da vorne, genau. Ziemlich wichtig, muss man sich merken heutzutage. Du kommst dann dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin, du kommst dahin. Ein paar Bänke für die kranken Damen und Herren. Ja, kann man mal machen. Für die Wartenden auch. So, 1, 2, 3. Klaus kommt heute vorbei. 1, 2, 3. Hier ist der Baum. Das heißt, so sollte das Ganze passen. Zack, 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 zack. Dann fehlt da ein Stückchen Weg. Hallo Rehe. Herzlich willkommen. Wir nisten uns mal ein bei Ihnen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. So, Häuser, Häuser, Häuser. Zack, zack, zack. Gut, dann muss ich warten, bis ich das Ganze hier durchziehen kann und auch hintenrum durchziehen kann. Und ganz ehrlich... ganz ehrlich, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf YOLO-Modus. Dahin, dahin und dahin. Dann ziehen wir das da lang. Und entfernen. Wieso ist die rot? Ach. Ah ja, genau. So, und entfernen diese Straße hier. Zack, weg damit. Die stört mich sowieso schon die ganze Zeit. Und die Straße kann ich jetzt hier noch nicht rumziehen, weil es noch nicht geht. Gut.
weiter geht's im Geschäft. Eins, was haben wir? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt ziehen wir das hier runter. Jetzt kommen hier diese Häuserketten, die an den Berg kommen. Eins, zwei, drei, vier. Zack, das geht noch ganz knapp. Das war eins, zwei, drei Höhe, ne? Dann können wir hier. Eins, zwei, drei Höhe. Zack, also vier. Verdammt. Das passt dann da nicht. Moment, Rückzug. Moment. Dahin. Tricky, tricky. Dahin. Oh, jetzt muss ich erstmal warten. Jetzt muss ich erstmal warten. So. Wir haben ein paar, Dudes abgezogen bei den Foresters, deswegen weniger Holz. Das macht nichts. Auch technisch gesehen soll es uns gut gehen. Ein paar Häuser, das dauert so, bis die groß werden. So, hier wird abgeerntet. Wir sind im Herbst. Das Feld sieht mir nicht gut aus. Wieso ist das Feld noch so voll? Wieso arbeitet hier keiner? Ich habe jetzt nicht Lust, dass hier vorne auch die Felder anfangen, nicht ganz abgeerntet zu werden. Das kann ich mir nicht leisten, Leute. Kommt schon. Weg damit. Go, go, go. Weil hier haben wir wieder das Problem. Schaut euch das Feld an. Ja. Alles klar. Ist ja nicht so, dass du eventuell schon, also dass das Feld schon hätte sehr leer sein müssen. Wir haben viele, viele Bricks. Also ich schon Wege ausgegeben zum Upgraden. Momentan sieht das aber nicht gut aus. 1600 Fleisch, Alter. Nur von den Schweinen. Sehr, sehr geil. 600 hier wieder. Ziemlich genial. Die Kühe letztes Jahr natürlich nichts. Das passiert manchmal. Das ist ganz okay, weil die sich langsam fortpflanzen. Ist nicht so schlimm. Hier sind wir wieder auf 450 gekommen. Ist auch kein Bug oder so. Immer wenn ich gucke, 300. Und dann zum Jahresende schaffen sie es immer noch 150 zu legen. Finde ich geil. 600 hier, 600 hier. Ist okay. Ist okay. Wird auch mal wieder höher gehen. Alles klar. 28.000 Nahrung. Wie gesagt, das Problem ist einfach nur hier diese ganzen Felder. Du, du. So, kommt schon. Go, 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 go. Das muss schneller gehen. Was ist los hier? Hack's kaputt. Das ist die erste Ernte dieser Felder. Beans bin ich zufrieden. Kann von mir jetzt der Rest Schrott gehen. Ist mir scheißegal. Ist schon bei 900. So, komm hier. Guck mal. 1036. Und hier. Go, go. Hopp, 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 hopp. Bevor der Schnee kommt. Ja, wir haben gleich Winteranfang. Muss schneller gehen, Kollege. So, da hinten Beans sind wir wieder bei 1000. Das ist okay. Oh mein Gott. Shit. Das Feld hat's erwischt. Ja. Rippfeld, es war schön mit dir, solange es weilte. Die Plage. Was machen wir? Abreißen. Abreißen, bevor es die anderen Felder erwischt. Das ging doch so, oder? Mit dem Tool? Oder war das das Tool? Das war das Tool. Okay. Weg mit dem Feld. Also, es schien mir jetzt so, dass man das so einfach machen kann. Ich muss hier jetzt was anderes anbauen. So viel zu den Beetlewats. Rippenpeperonis. Das soll ja nicht auf die anderen Felder übergehen. Das könnte ich mir nicht leisten. Also klar, den Nahrungsausfall könnten wir verkraften, aber möchte ich nicht. Gut, und Korn über 1000. Freut mich auch. Freut mich auch. Auch wenn das jetzt hier nicht abgetragen wird, aber das ist jetzt Statistik, lassen wir so. Gut. Ein neues Feld werden wir anlegen. Das sollte meines Wissens nach gehen. Das war falsch. Fail. Die Käferplage nenne ich den Part. Wir lassen das erstmal hier weg werden, wegdecayen, keine Ahnung. Machen wir gerade nichts. So, hier haben sie jetzt ein bisschen Holz genommen, okay. In die ganzen Bäume platt gemacht, das freut mich. Die beiden Bäume werden nicht abgerissen, weil sie auf dem Weg sind. Das machen dann die Wegarbeiter. So, nur noch drei Laborer. Ich weiß echt nicht, was momentan mit unserer Bevölkerung ist. Wir sind auf 123 runter. Wir haben quasi 14 Leute verloren. Und die halt zu ersetzen, ist echt happig. Die zu ersetzen, ist echt happig. Ich weiß, dass der da ist. Den habe ich schon gesehen.
Weinsböbel drum, kannst du alles behalten, brauche ich nichts von. Aber danke für dein Angebot. So, du bist abgeerntet. Du kannst hier mal Pickup.